guten Abend zusammen. Welcome back zur wöchentlichen Frau Hölle Show, die wie immer erstmal versucht, hier den Titel des Abends zu sticken, ohne dass mir der Kommentar davonrutscht. Boah, es klappt immer besser. Ich werde noch richtig professionell hier und vor allem schnell. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe es ja immer pünktlich. Und das ist echt krass. Das rechne ich mir selbst ganz schön hoch an. So, hier. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Sound aus. So. Wer mich kennt und vor allem schon länger kennt, der weiß, dass ich so ungefähr nie in meinem Leben zu irgendwas pünktlich bin. Sei es zu Terminen, sei es zu Dates, sei es zu Business Dates, sei es zu Telefonaten, zu Skype-Calls, zu Kaffeeklatsch, zu irgendwas. Ich bin nie pünktlich. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, seit der ersten Folge gemeinsam einsam immer pünktlich zu sein. Was ist das? Was macht Corona mit mir? Das macht mir langsam Angst. Na, umso besser. Wer weiß, wo das noch hinführt. Auf jeden Fall freue ich mich. Toto. Toto ist wieder da. Sieht man die Nase? Da sieht man Toto. Guck mal, man sieht dich sogar, Mäuschen. Toto ist wieder bei mir. Mal gucken, wie lange es heute bei mir aushält, bevor er wieder maunzt und raus will, ne? Süße Maus. Das Geburtstagskind. Du bist ja auch ein Geburtstagskind. 4 Jahre. Alter Sack. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht's gut. Wir haben mittlerweile, ich habe mal geschaut, ich vergesse es nämlich mittlerweile vollkommen. Für mich ist gefühlt das ganze Jahr Corona und Quarantäne. Es ist tatsächlich die 6. Woche Quarantäne. Also die 6. Woche NC nach Corona. Völlig verrückt. Ja. Ich kann es immer wiederholen, es fühlt sich an, als hätten wir nie irgendwas anderes gemacht und nie irgendwas anderes gehabt und als wäre ich nie in meinem Leben im Frau Hölle Studio gewesen und hätte dort mit meinen Mädels zusammengearbeitet. Wir wissen alle aktuell, glaube ich, immer noch nicht so ganz, wie das Ganze weitergeht, wann es vor allen Dingen aufhört. Ich habe von ein paar Lockerungen jetzt schon gehört, auch gerade im Nachbarland in Österreich gibt es wohl schon einige Ansagen, gerade bezüglich der Kinderbetreuung, was ja bei uns wirklich so das größte Thema ist und die größte Schwierigkeit auch zu Hause. Und was mich ehrlicherweise, und da bin ich ja auch wirklich immer ehrlich mit euch und war ich auch die Woche ja in einigen Beiträgen, mittlerweile so ein bisschen an den Rande des Nervenzusammenbruchs bringt und mein Mann auch, uns beide, da sind die Nerven mittlerweile echt dünn wie ein Blatt Kanson Markerpapier mit 70 Gramm Grammatur. Deswegen, Mädels und Jungs, müssen wir mal gucken, wie lange ich dieses Format hier, was ja wirklich so eine gratis Zugabe einfach an euch ist da draußen, aber für das ich eben auch wirklich immer viel Vorbereitung brauche, weil ich ja coole Projekte mit euch machen möchte, wie lange ich dieses Format noch so weiter, vor allem wöchentlich, durchziehen werde. Es gibt auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, nächste Woche die 7. und übernächste Woche in der Star Wars Woche das 8. Format und die 8. Folge. Das gibt es auf jeden Fall noch definitiv. Da schicken wir morgen auch an euch die Materialien raus, die ihr benötigt. Was danach passiert, weiß ich leider aktuell noch nicht. Vielleicht machen wir das zweiwöchentlich, vielleicht machen wir eine Woche Letter Together, eine Woche gemeinsam einsam, aber irgendwie muss ich gucken, dass ich ein bisschen mehr Sehen in mein Leben bekomme, um nicht nach Corona, nach der Quarantäne unter der Erde zu liegen oder ganz andere Dinge. Auf jeden Fall so schon mal die Aussicht. Heute dreht sich aber alles erstmal um einen ganz besonderen Tag, nicht den 4. Mai, der eigentlich noch viel wichtiger ist als der Muttertag. Nein, aber auch vor dem Muttertag, komm. Der 4. Mai ist, ein ganz besonderer Tag. Übrigens, heute Abend, ich trage hier schon passend zum 4. Mai, auch in einen kleinen Yoda, heute ist ja wieder Mandalorian Friday. Das ist meine Belohnung nach dem Livestream mit dem Mann auf der Couch gemeinsam Mandalorian anschauen. Also, worum geht's heute? Ich will gar nicht so viel labern, ich will ganz viel machen. Ich habe mir wirklich viel vorgenommen, wie immer. Ich versuche alles aber in einem gemächlichen Tempo zu machen. Elvine ist wie immer für euch mit dabei, beantwortet die ganzen Fragen, sodass ich mich auf meine Agenda und mein Storyboard und meine kreativen Projekte für euch konzentrieren kann. Der Livestream bleibt wie immer 24 Stunden gespeichert. Frau Hölle hat es auch gerade gesagt, wollte ich schon sagen. Frau Hölle Studio hat es auch gerade schon geschrieben und landet danach auf YouTube. Wie immer, da ändern wir auch weiterhin nichts daran, sodass ihr wirklich nachhaltig und auch Muttertag 2021 und 2022 noch diese Kreativideen von Frau Hölle umsetzen können. Schön, dass ihr dabei seid. Ich switche jetzt gleich mal die Kamera, aber ich glaube, ich zeige euch davor mal, was wir heute machen und um was es geht, weil das zeigt sich so besser und ich glaube, dieses Wochenende werde ich auch mal die 2 da hinten wieder entfernen. Das war jetzt lange genug die Deko.
Also, wenn ihr bei unserem VIP-Club-Newsletter registriert seid, dann wisst ihr, mit welchen Materialien ich heute Abend arbeite. Ihr könnt aber natürlich wie immer auch baugleiche Materialien und Werkzeuge verwenden. Mit denen geht es ganz genauso. Aber wir hatten ja vor, ich glaube, 2 Wochen eine Rabattaktion auf unser Frau Hölle-Set mit den 3 Buntbox-Geschenkschachteln und den 5 Ecoline-Stiften. Und ich hoffe, ihr habt da fleißig zugeschlagen, denn damit arbeite ich heute, weil die Farben einfach so wunderbar zeitlos sind. Ich glaube, das Set habe ich mit Buntbox und Ecoline vor 2 Jahren oder so entwickelt. Also Muttertag 2019 hatten wir das schon. Da habe ich schon mal ein paar Ideen gepostet und auf YouTube, glaube ich, geladen. Aber es ist einfach so dermaßen zeitlos. Die Farben Altrosa, Hellrosa, Mittelgrau und Senfgelb, immer noch mein Favorite. Und so ein Braunrot, so ein Rostrot, die kann man einfach wirklich das ganze Jahr in jeder Saison benutzen. Ich habe damit schon Herbstblätter gemalt, ich habe damit Weihnachtskugeln gemalt, ich habe damit Orangen gemalt im Sommer und Früchte und Eis. Also man kann das einfach 365 Tage im Jahr benutzen und vor allen Dingen auch für Muttertag, weil wir auch Rosa mit dabei haben. Und Rosa ist immer noch eine schöne Farbe für Muttertag, finde ich. Und deswegen arbeite ich heute Abend damit. Aber nicht nur damit. Die Stifte gibt es übrigens auch einzeln zu kaufen in unserem Ecoline-Set. Da sind sie schon mal nicht mehr drin, weil ich sie gleich benutze. Aber so schaut das Ganze aus. Und wenn ihr so eins habt, dann braucht ihr auch keine Aktenfolie. Falls ihr irgendwelche anderen wasserbasierten Brushpens habt, könnt ihr wie immer auch mit einer Aktenfolie als Mischpalette arbeiten. Dann brauchen wir auch noch einen Wassertankpinsel, mit dem wir unsere Farbe der Ecoline-Stifte später aufnehmen. Denn, wer es noch nicht wusste, die Ecoline-Stifte sind nämlich deshalb so cool, weil sie eine hochkonzentrierte Aquarellfarbe im Inneren beinhalten. Natürlich kommt jetzt der ein oder andere und sagt, wir könnten ja das Ganze auch mit normalen Aquarellfarben machen. Richtig. Oder anderen Stiften wie Karin Macker, Stabilo, Tombow etc. pp. Auch richtig. Aber das Coole an den Ecoline Brush Pens ist einfach, dass ihr sie sowohl eben veraquarellieren könnt, also die Tinte darin mit einem Wassertankpinsel oder einem normalen Pinsel benutzen und vermalen könnt, aber eben auch ein paar Akzente nur mit den Stiften setzen könnt. Was ich euch nicht empfehlen kann, und das muss ich leider immer wieder betonen, ist mit diesen Stiften, weil sie eine Filzstiftspitze haben, auf Aquarellpapier zu lettern. Zu Brush-Lettern. Das macht die Stifte nachhaltig langfristig kaputt, weil der Filz durch die raue Oberfläche von vor allem kalt gepressten, also rauem Aquarellpapier, leidet, kaputt geht und ausfranst. Wir können trotzdem viele, viele tolle andere Sachen damit machen und ein paar davon möchte ich euch heute zeigen. Die sind auch alle relativ easy peasy. Ich würde mal sagen, so von einfach bis mittel ist so meine Projektschwierigkeitsanforderungs, wie sagt man, Steigerung. So dass ihr auch auf jeden Fall alle mitmachen und Erfolgserlebnisse mitnehmen könnt, damit ihr eurer Mama bis zum 10. Mai auch was schicken könnt. Denn ich hatte mir überlegt, wir können uns ja wahrscheinlich bis 10. Mai immer noch nicht sehen, deswegen wäre es doch ganz nett, sich irgendwas per Post zu schicken. Die Boxen lassen sich wunderbar in eine größere Box verpacken und per Post auf den Weg bringen. Bitte früh genug wegschicken. Wir haben die Erfahrung gemacht, diese Woche kam DHL, glaube ich, 2-mal nicht. Nächste Woche haben sie auch schon 2-mal abgesagt. Wir haben viele Pakete an Neuware gar nicht bekommen. Bei euch warten auch viele Bestellungen darauf, abgeschickt oder abgeholt oder abgeliefert zu werden. Also bitte, bitte sendet die ganzen Sachen ganz bald an eure Mama. Lieber zu früh als zu spät, danach ist ein bisschen doof. Und last but not least, falls ihr die Boxen nicht habt, und damit beginne ich gleich auch mal, könnt ihr natürlich auch mit unserem Watercolor-Kartenset arbeiten. Das besteht aus 5 Plattkarten, auch kalt gepresst, also raues Aquarellpapier, seht ihr auch hier ganz gut, 300 Gramm, schön dick, hält das Wasser auch gut. Und 5 farblich sortierten Briefumschlägen. Die passen jetzt nicht 1:1 zu den Ecoline-Farben, aber ihr seht zumindest, die Rosatöne passen sehr gut zu den beiden Umschlägen. Es ist ein cremefarbener Umschlag dabei, der geht für jede Farbe. Und ich meine, rote Blumen mit grünen Umschlägen geht ja ganz genauso. Das ist außerdem eine Komplementärfarbe, also umso besser. So. Noch dazu sei erwähnt, das Ganze wird heute ein bisschen improvisiert, weil ich, wie gesagt, erst kurz vor dem Livestream Zeit hatte, mir Projekte zu überlegen. Es war eine sehr verrückte Woche, aber wie immer werden wir es trotzdem rocken. Und wenn nicht, haben wir trotzdem Spaß miteinander. Das ist die Hauptsache. Schön, dass ihr da seid. Ich drehe euch jetzt um und dann geht's auch schon los. Wenn ihr Fragen habt, ich habe ja auch mein iPad, das läuft so nebenher, aber ihr wisst ja, ich bin immer so in meinem Element und so schwitzig, dass ich auch alles schaffe, was ich mir vornehme. Das mal umdrehen.
ich wahrscheinlich gar nicht so großartig dazu kommen werde, eure Fragen zu beantworten. Aber Vini ist da. War heute auch noch ganz lang fleißig mit mir für den Newsletter, der morgen früh um 9 Uhr rausgeht. Falls ihr nicht registriert seid, ihr wisst ja, frauholle.com/newsletter, da könnt ihr euch für unseren VIP-Club anmelden. So, als allererstes Projekt habe ich mir überlegt, machen wir doch mal gemeinsam eine Karte. Jetzt arrangieren wir mal so ein bisschen meinen Arbeitsbereich, was ihr nämlich immer braucht, wenn ihr, das wisst ja schon, mit irgendwie einer Form von Wasser und Aquarellfarbe arbeitet, ist Zewa. Es kann immer irgendwas passieren, was ihr einfach nicht wollt. Ich muss mal kurz hier alles arrangieren. Deswegen immer Zewa mit dabei haben und natürlich auch unsere Ecoline Brush Pens und entweder, wie gesagt, die Hülle von dem Ecoline Brush Pen Set. Das ist ja nur eine Plastikhülle, das heißt, es eignet sich auch wunderbar als Mischpalette. Da könnt ihr die Farben ganz genauso gut auftragen wie auf eine Aktenfolie. Das nehme ich jetzt. Das ist ein bisschen praktischer für mich, weil es ganz glatt ist. Das kann ich hier super benutzen. Aber ihr könnt auch einfach, so wie ich das auf der Creative World gemacht habe, im Workshop, auf der Verpackung der Ecoline Stifte malen und arbeiten. So, jetzt gucken wir mal, dass ihr auch alles gut sehen könnt hier auf meinem iPad. Die allererste Idee, die ich mir für euch überlegt habe, also wie gesagt, wir steigern den Schwierigkeitsgrad von super easy peasy zu immer noch easy peasy, aber schon so ein bisschen Lettering-Know-how erfordernd. Und was natürlich immer zum Muttertag gehört, sind Herzen. Und mit denen fangen wir jetzt auch mal an. Da ist der Aquash übrigens die feine Variante, die wir auch im Shop haben. Mit der kann man super gut lettern, aber eben auch feine illustrative Elemente gestalten. Und was ich jetzt bei vielen Projekten mache, ist, dass ich mir die Farbe in den Ecoline-Stiften auf meinen Träger aufmale. In dem Fall eben diese Plastikfolie. Und für das erste Projekt benutze ich jetzt erstmal mein dunkles Braunrot. Und mein Altrosa, ich hoffe, ihr könnt die Stifte hier an der Seite sehen, schon, ne? Auf Deko musste ich heute leider auch verzichten, weil dafür keine Zeit mehr war. In meinem schicken, sehr reduzierten Setup. Aber ist ja auch egal, es geht ja auch um den Inhalt und nicht um die Dekoration. Aquarellpapier wäre heute sehr gut, weil wir arbeiten mit Wasser und mit wasserlöslichen Farben. Und dann wäre es immer gut, wenn man ein etwas dickeres Papier zu Hause hat. So. Als allererstes malen wir jetzt mal Herzen und wie ihr eben die Farbe aus den Ecoline-Stiften benutzen könnt zum Aquarellieren, zeige ich euch gleich mal. Eine Sache noch vorab hatte ich ganz vergessen, nur um euch kurz mal zu demonstrieren, wie unterschiedlich die Stifte gemalt und aquarelliert wirken. Das, so viel Zeit muss sein, hätte ich es fast schon wieder vergessen. Ihr seht, heute ist ja einiges ein bisschen improvisiert. So sehen die Stifte also aus, wenn sie mit 100% direkt aus der Tube sozusagen, aus der Stifthülse auf Papier aufgemalt werden. Und natürlich, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, könnt ihr mit den Stiften auch lettern. Das sind ganz normale Brushpens, mit denen ihr bitte aber dann auf glattem Papier lettert, wenn ihr lettern wollt, und eben auf Aquarellpapier aquarelliert, wenn ihr was mit Wasser machen wollt. So sehen die Farben also direkt aus dem Stift aus. Und wenn ich die Farben jetzt über meine Mischpalette und den Wassertankpinsel oder den normalen Pinsel aufnehme, seht ihr, ergibt sich eben je nach Mischgrad, also je nachdem, wie viele Pigmente ich hier nehme von der Farbe, ein ganz, ganz anderer Look. Und das ist eben auch das Schöne daran, wenn man die Stifte hat und nicht nur zum Beispiel die Ecoline-Gläschen. Aus den Ecoline-Gläschen, da gibt es dieselben Farben, die exakt identischen Farben bei Ecoline. Kann man natürlich auch arbeiten, aber dann braucht man eben immer einen Pinsel, dann hat man immer nur diese verflüssigte Form der Farbe. Und wenn ihr die Stifte habt, dann habt ihr eben sowohl die wirklich hochpigmentierte Variante, mit der ihr noch ein paar Details, wie zum Beispiel Schattenelemente eintragen oder einmalen könnt, oder eben die aufgelöste und ein bisschen leuchtschwächere Variante, sage ich jetzt mal, in dieser aquarellierten, verwässerten Form. Und das ist das Schöne, dass ihr eben beide Möglichkeiten habt als Stift, aber eben nicht, wenn ihr das Ganze aus der Tube, Zahnwassertube aus dem Gläschen benutzt. Also ihr seht hier sehr schön den Kontrast zwischen den Farben, 100% und eben aufgelöst in Wasser. So, nun zurück zu meinen Herzen, die ich malen möchte. Und das ist so das Einfachste, was man machen kann. Ich hatte ja gesagt, wir starten einfach. Ich drehe mir meine Karte jetzt aber mal
hochkant, meine Klappkarte aus unserer eigenen Watercolor-Kartenkollektion. Und fange jetzt mal an, Herzchen zu malen. Ich kann euch auch mal so ein bisschen ranzoomen, damit ihr mir so ein bisschen besser, hier zumindest, das ist besser, ne, auf die Finger schauen könnt. Genau. So. Ich male jetzt also als erstes mal meine Herzchen und drücke hier auf dem Wassertankpinsel, damit hier Wasser rauskommt, auf meine Mischpalette, auf meine Aktenhülle, um das Hellrosa eben wirklich in flüssiger Form aufzunehmen. Und male jetzt mal hier so mein allererstes Herz. Wenn ich sehe, ich habe zu wenig Pigmente, also wenn sich gar nichts tut, nehme ich einfach noch ein paar Pigmente mehr mit auf aus meiner Mischpalette und male hier wirklich so ein ganz, ganz einfaches Herz. Achte aber drauf, dass wirklich alles schön nass ist. Also nicht nur so ein bisschen mit Wasser, sondern so richtig schön nass. Dann nehme ich meine dunkelrote Farbe. Auch hier drücke ich erst so ein bisschen auf den Pinsel, damit hier mehr Wasser rauskommt und es wirklich maximal angelöst ist. Und male ein kleines Herz daneben und die beiden berühren sich hier, weil das ergibt nämlich immer so wunderschöne Blending-Effekte bzw. Bleeds. Und um die Farbe noch ein bisschen pigmentstärker zu machen, kann ich eben nachträglich auch noch mal mehr Pigmente hier einfach einfügen. Ganz wichtig, den Wassertankpinsel zwischen den Farben immer wieder auf dem Zewa ausstreichen. Jetzt kommt das nächste Herz. Und die Bleedings funktionieren eben nur so schön und auch so gleichmäßig, wenn eure Farbe und eure Farbfläche wirklich ganz, ganz feucht ist. Da muss jetzt also kein See stehen auf dem Wasser, aber es wäre schon gut, wenn die Fläche einfach möglichst feucht ist. Ihr seht, ich male die jetzt mal alle einfach aus. Da will ich noch ein paar mehr Pigmente reinknallen lassen. So. Das Schöne an so einem Wassertankpinsel ist wirklich, dass er alles mitmacht. Ich glaube, das hat Elvine gerade auch beantwortet, die Frage. Der Wassertankpinsel hat eben Nylon, Borsten obendrauf. Das heißt, der ist absolut unkaputtbar. Und deswegen kann ich mit dem super auf Aquarellpapier, sogar auf grobem Aquarellpapier, wenn ich wollen würde, arbeiten, ohne dass irgendwas passiert. So, jetzt habe ich also meine 5 Herzchen gemalt hier in so einer kleinen Bordüre, in so einer kleinen Reihe. Ihr seht, das war super easy peasy und vor allem super fix. Und ihr seht, wie so langsam aber sicher das Ganze ineinander geblendet wird und einfach einen super harmonischen Farbverlauf ergibt. Und auf 300 Gramm Grammatur, damit es wirklich auch nicht wellt und alles schön glatt bleibt und dabei nichts passiert. Übrigens, immer ungerade Anzahlen ist immer so ein bisschen schicker als gerade Anzahlen. Also nehmt 3, nehmt 5 oder nehmt 7 Herzchen, nachdem wie groß ihr die Herzchen malt. Nicht unbedingt 2, 4 oder 6. Das ist generell so eine Gestaltungsregel oder Tipp, Empfehlung. So, hier unten möchte ich meine Bordüre dann auch nochmal abschließend malen. Aber ich arbeite bei etwas mit Wasser immer von oben nach unten, damit ich nicht irgendwie danach drüber wische, wenn ich danach nochmal was oben machen möchte und es noch nicht ganz trocken ist. Und in die Mitte möchte ich nämlich jetzt ein kleines Sprüchlein setzen, nämlich für dich. Und für dich versuche ich jetzt in demselben Stil zu schreiben, in Großbuchstaben, Druckbuchstaben, wie ich die Herzchen gemacht habe. Also ich versuche die Buchstaben mit dem Wassertankpinsel sehr feucht zu schreiben und versuche auch wirklich jeden Buchstaben an seinem Nachbar anzudocken und nicht einfach nur nebeneinander zu stellen, damit sich auch hier in den Buchstaben dieselben Bleedings ergeben wie bei den Herzchen. So, ich glaube, hier brauche ich noch ein bisschen Rosa. Natürlich könnt ihr auch alle anderen Farben für diese Komposition verwenden, aber ich bleibe jetzt mal bei denen. So, wieder gut anfeuchten und dann beginne ich jetzt mal. Ich glaube, ihr könnt alles noch gut erkennen. Jawohl. Ich schiebe es mal ein bisschen nach oben noch. Beginne ich jetzt mal mit meinem großen F. Natürlich könnt ihr auch alles andere da drauf schreiben, müsst nicht für dich schreiben. So. Wie gesagt, ich arbeite hier jetzt mit Großbuchstaben. Und solange das Ganze noch feucht ist, setze ich das U von dem Ü wirklich direkt daneben.
brauche ich noch mehr Pigmente, ich will es ein bisschen doller haben. So dass ich eben hier auch an den Schnittstellen wieder das, ach, ihr seht schon, wunderschöne Bleeding ergibt. Nach dem Rot kommt wieder das Rosa. Pinsel einmal im Zebra kurz auswaschen. Da stelle ich jetzt das R so ein bisschen schräg. Ihr könnt hier natürlich auch Brushlettern oder Serifenbuchstaben benutzen oder. Wenn euch die Farbe ein bisschen zu weit wandert, könnt ihr den Wassertankpinsel auch einfach quasi trocken tupfen und die Farbe einfach wieder aufsaugen. Schöner Soundeffekt hier. So. So. Jetzt kommt dich, das setzt man jetzt darunter und auch hier, obwohl es schon trocken ist, versuche ich jetzt mal noch so ein bisschen die Nähe auszunutzen, obwohl ich schon gesehen habe, dass das hier trocken ist. So schnell ist man da meistens immer doch nicht. Aber wir können es ja da unten bleeden lassen. Das ist übrigens eins der Worte, was man irgendwie echt nicht schön übersetzen kann, weil es kein schönes Wort dafür, ach, da hat es noch funktioniert, da oben seht ihr, gibt. Vielleicht kennt ihr ein schönes Wort, aber also Verlauf wäre ja quasi das deutsche Wort dafür. Aber verlaufen lassen ist irgendwie auch nicht dasselbe wie bleeden lassen. Ja, das ist schwierig. Und bluten lassen ist halt wirklich jetzt nicht so die schöne Übersetzung. Ist ein bisschen viel Wasser drin gerade. Sauge ich jetzt mal auf. Ineinander laufen. Ja, aber das, ja, ich dachte mir schon, dass ihr da auch keine besseren Vorschläge habt, weil das ist einfach eins dieser Worte. Die Farben suppen ineinander. Ihr habt ja noch viel bessere Vorschläge. Die suppen ineinander. Die sickern ineinander. Ja, ich sehe schon. Ich bleibe beim Bleeding. Da, seht ihr, das ist geile Bleeding. Damit die Buchstaben, gerade die Druckbuchstaben, wenn man sie nebeneinander stellt, sich berühren, das seht ihr auch bei mir ganz gut, muss man die meisten so ein bisschen schräg stellen. Weil wenn die einfach nur gerade stehen, berühren die sich meistens nicht. Deswegen stelle ich die gerade, wenn ich dieses Bleeding haben möchte, absichtlich immer so ein bisschen schräg, damit die wirklich quasi wie umkippen, wie so Dominosteine und dabei ihren Nachbarn berühren an einer Stelle. Es reicht auch immer, wenn die sich an einer Stelle berühren. Ihr seht hier das C und das H und das R und das H. Und da dieses Bleeding auftritt, da war es sogar ein bisschen doll. Bleeding ist immer so ein bisschen unvorhersehbar auch, aber das macht es auch so spannend. You never know what you get. Immer so ein bisschen Trial and Error. Aber Bleeding ist einfach immer geil, finde ich. Ja, jetzt könnt ihr es eigentlich auch schon so lassen oder ihr macht jetzt, was ich auf jeden Fall noch möchte, unten nochmal eine Reihe Herzchen hin als optischer Abschluss von dem Ganzen. Ah, da könnte ich eigentlich mal mit dem dunklen Herzchen anfangen, sie fällt mir gerade auf. Hier habe ich mit dem hellen angefangen, dann fange ich unten noch einfach mal mit dem dunklen an. Ne? Bleeding. Es gibt ja schon so viele Worte, die man irgendwie nicht so wirklich gut übersetzen kann. Ne? Lettering gehört ja übrigens auch dazu. Ne? Also Schriftgestaltung. Ja, ist ja irgendwie auch immer so, naja, ich weiß ja nicht. Und Lettering Artist ist auch immer ganz schwierig irgendwie auf Deutsch hinzukriegen, finde ich. Schriftkünstler trifft es dann natürlich auch immer noch am besten von allem, aber irgendwie habe ich mich immer nie so als Schriftkünstler gefühlt, sondern eher als Lettering Artist. Ach, die Hölle erzählt wieder Mist.
Das ist auch einfach das Phänomen bei diesen Livestreams, die man alleine macht. Das hatten wir ja auch erst am Dienstag wieder, ne, Johannes? Wenn man so alleine ist, vor sich hinredet, dann vergisst man, dass da irgendwie 1.000 Leute zuschauen und labert einfach vor sich, weil man hört ja nichts. Man hört ja nichts von euch. Man muss ja immer lesen und zum Lesen kommt man ja auch nicht und man ist ja kreativ. Und dann plötzlich hat man vergessen, dass man überhaupt online ist und plötzlich überkommt es einen. Ach so. Falls ihr es gerade quietschen hört, das ist Toto, der träumt. Uiuiuiuiui. Och Gotti, und wieder träumt. Och jui. Keine Sorge, es geht ihm gut. Das hört ihr auch geil. Das ferngesteuerte Auto im Hintergrund. Nein, Ben ist im Bett schon seit über einer Stunde. Das ferngesteuerte Auto im Hintergrund ist mein Mann, der sich gerade im Bad rasiert. Ja, unsere Wände sind hier sehr dünn scheinbar. Letztes Mal hat er getippt. Heute fährt er sein ferngesteuertes Auto im Bad. Ach, schön. Also, ich würde sagen, das hat ja schon mal ganz gut improvisiert funktioniert. Wie gesagt, ich habe nur Einzelteile davon vorher probiert. Den Schriftzug zum Beispiel habe ich überhaupt nicht vorher probiert. Und dachte ich mir, wird schon funktionieren. Schaut ja ganz gut aus. Jetzt ganz, ganz wichtig, das Ganze gut trocknen lassen. Und dann könnt ihr euch natürlich entscheiden bei dieser Kartenvariante, ob ihr das Ganze in einen weißen Umschlag packen möchtet. Ups. Das geht natürlich immer sehr, sehr klassisch. Oder ob ihr das Ganze in den rosanen Umschlag packen möchtet. Sieht auch sehr schön aus. Auch wenn es nicht genau dasselbe Rosa ist. Oder ob ihr es zum eigentlich perfekt passenden Rostbraun-Braunrot-Umschlag packen möchtet. Und grün geht natürlich genauso. Also ich finde gerade die Komplementärfarben. Deswegen haben wir die Umschläge auch in den Farben ausgewählt. Natürlich auch auf Loose Watercolor Florals bezogen. Das ist ja so mein Thema eigentlich. Da gehen die Farben auch ganz genauso schön. Und falls ihr vielleicht Blumen an eure Mama schickt an Valentinstag, das war schon, an Muttertag, dann könnt ihr natürlich auch super so eine Karte mit dazulegen oder einfach parallel per Post verschicken, wenn ihr eins der vielen Blumenversandunternehmen bemüht und bestellt. Also, das war, glaube ich, so die aller easy-peasigste Variante heute Abend. Aber keine Sorge, es geht auf jeden Fall genauso easy-peasy weiter. Also mit dem ferngesteuerten Auto im Hintergrund habt ihr auf jeden Fall schon mal meinen Abend gerettet. Herrlich. Und ich lese gerade, wenn ich euch entspanne, dann ist es doch genau das Richtige heute Abend. Und ich fühle mich gerade auch sehr entspannt, muss ich sagen, nach all dem Stress, der heute bis 19 Uhr und 20 Uhr noch geherrscht hat, fühle ich mich gerade nach dem Projekt schon wieder tiefenentspannt. So, das legen wir beiseite und lassen es mal in Ruhe trocknen. Ich halte es noch mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr wirklich hier diese Bleedings ineinander gesuppten Farben. Und je nasser die Farbflächen sind, desto weiter laufen die Farben natürlich, aber desto schöner und vor allem gleichmäßiger werden die Bleedings eben auch. So, das packe ich mal hier, damit hoffentlich nichts passiert damit. Nun zu unserem nächsten Projekt. Und da habe ich mir überlegt, malen wir mal was auf den Boxen. Die packe ich jetzt zuallererst mal aus. Da habe ich mir diese Woche extra noch ein Set aus dem Studio gemopst, nachdem ich die zu Hause natürlich alle schon mal benutze und verschicke und verschenke, hatte ich keine mehr. Ich muss ja ungefähr jede Woche einmal ins Studio fahren, um mich für die Livestreams wieder auszustatten und einmal in unserem Lager shoppen zu gehen. Das ist aber auch schön, wenn man so ein eigenes Lager hat. Ich sag euch, da wird ja auch so ein kleiner Mädchentraum von mir wahr, in meinem eigenen Lager einkaufen zu gehen und dann vor allem nichts dafür bezahlen zu müssen. Das ist das Allerschönste. Ha, toll. Also hier seht ihr mal, unser Frau Hölles hat ausgepackt. Es sind, wie gesagt, drei farbige Böden, die genau passen zu den Ecoline Brush Pens. Übrigens gibt es diese Böden leider nicht mehr einzeln zu kaufen und auch so nicht bei Simon bei Buntbox zu kaufen. Simon hat diese Böden, diese drei Farben wirklich extra für uns und das Bräuleset entwickelt. Also wir haben da monatelang, damals vor 2 Jahren, da war ich noch schwanger, glaube ich, genau, rumgeschraubt, dass wir genau die Farben von den Böden zu den Stiften passend entwickeln. Das haben wir geschafft. Finde ich auch immer noch einfach echt schön. Aber die gibt es eben so leider nicht zu kaufen.
Jetzt nehme ich mir aber nicht den Boden. Ja, das Schöne ist, die Böden sind farbig. Das haben wir extra so gemacht, damit ihr die weißen Boxendeckel gestalten könnt. Mit den eben farblich passenden Stiften. Das war so die Idee damals von dem Set. Und das Schöne an den Buntboxen ist ja, egal ob ihr eine Buntbox M oder auch so einen Cube oder eine Handtasche, es gibt ja ganz viele verschiedene Produkte von Simon von Buntbox benutzt, dass das Papier so ein bisschen einen Aquarelleffekt hat. Es ist kein Aquarellpapier, aber es ist sehr, sehr griffig, sehr, sehr fest. Ich weiß gar nicht, ich glaube sozusagen mindestens 300 Gramm hat sie ihn auf jeden Fall auf. Und man kann ganz gut mit Wasser darauf arbeiten, auch wenn es nicht die perfekten Eigenschaften hat für Bleedings und auch für Farbverläufe. Also ihr habt stärkere Trocknungskanten, aber das macht gar nichts. Das nächste Projekt, was ich jetzt auf diesen Deckel mal mit euch machen möchte, ist aber auch noch keine Aquarellillustration, sondern eine Watercolor Lettering. Ich benutze auch wieder die Farben aufgetragen auf meiner Mischpalette. Da lege ich noch mal ein bisschen nach. Wobei, ich wollte, glaube ich, auch mal andere Farben diesmal benutzen. Ja, das war sogar das Nude. Ich wollte eigentlich das Rosa noch mal. Genau, und Gelb brauche ich nämlich auch. Und Grau kann ja nichts schaden. Grau brauchen wir bestimmt auch, oder? Ja, bestimmt. Was habt ihr schon wieder für Ideen, Letterbraut? Einmal im Frauenlager einkaufen. Ihr seid ja geil. Na, wir hatten ja schon vor Corona so viele tolle Ideen für euch. Das ist unfassbar. Wir hatten wirklich, oh, hatten wir tolle Ideen. Auch eine Pyjama-Party. Und ich will ja gar nicht so viel verraten, aber das hat uns leider alles einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber aufgeschoben, nee, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Oder andersrum, egal. Wird auf jeden Fall alles mal stattfinden, was wir uns so Tolles für euch überlegt haben. Keine Sorge. Nach Corona, genau. So. Also, nachdem wir jetzt eine Für-Dich-Karte gemalt, lettert haben, möchte ich jetzt mal Brush lettern mit dem Aquash Wassertankpinsel, weil es ja auch ein Brushpen ist, der genauso gut mit Auf- und Abstrichen wie normale Brushpens funktioniert. Von der Größe her, ihr seht es, ist sogar der Aquash eigentlich relativ ähnlich zu dem Ecoline Brushpen, nur ein bisschen dünner. Und eben, wie gesagt, nicht aus Filz wie der Ecoline, sondern aus Nylonborsten. Deswegen bitte auch auf den Buntbox-Produkten nicht mit den Ecoline Brushpens direkt drauf lettern, weil zu rau. Geht kaputt. Hier habe ich mir überlegt, schreiben wir jetzt einfach mal Mama drauf und machen dann noch so ein paar illustrative Elemente drumherum. Und ich beginne jetzt aber als allererstes mal mit meinem Mama-Lettering, dass ich so ein bisschen in die Mitte Bouncy setzen möchte. Ich muss immer gucken, ob ich noch im Bild drin bin schon. Ne? Ich schiebe es alles noch ein bisschen nach oben wieder. Dann könnt ihr alles über den Kommentaren sehen. Und danach kommen die illustrativen Elemente dazu. Ich nehme jetzt mal nochmal mein Rosa. Der Lettering von Mama mache ich in Rosa, aber die illustrativen Elemente drumherum dann in allen Farben. So, auch wieder hier das Rosa von der Mischpalette, also von der Folie oder der Verpackung, erstmal anlösen. Ein bisschen auf den Aquash draufdrücken, damit ihr ein bisschen Wasser, nicht zu doll bitte draufdrücken, Wasser rauskommt. Und die Farbe anlösen. Ihr seht, die ist ja auch schon ein bisschen angetrocknet, dann schaut die so ein bisschen anders aus. Aber das ist wirklich hundertprozentige Aquarellfarbe. Also auch wenn die trocken ist, könnt ihr sie immer wieder anlösen. Ihr müsst es nicht wegschmeißen, ihr müsst es nicht abwaschen. Ihr könnt es quasi wirklich wie eine angetrocknete Mischpalette immer weiter verwenden. Und Pigmente sind wertvoll und teuer. Deswegen macht es bitte auch. Kann ich immer wieder sagen. So, hier ist also mein Rosa. Und jetzt schreiben wir mal diesmal nur in dem Rosa. Ich möchte jetzt also nicht innerhalb des Wortes blenden, weil ich euch einen anderen Effekt noch zeigen möchte. Mama hier so gebrushlettert, so ein bisschen bouncy in die Mitte. Ich guck mal, Mitte ist ungefähr da, alles immer ungefähr. Reicht ja. So, auch hier kann ich mal mehr und mal weniger Wasser verwenden. Je nachdem, wie stark ich das Rosa eben auch haben möchte. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu weit links angefangen, merke ich gerade. Aber macht nichts. Das Gute ist, wir haben noch dekorative Elemente drumherum. Die retten sowas ja wieder. So.
das ist jetzt wenig spektakulär. Ich glaube, Mama schreibe ich genauso schon seit 3 Jahren. Seit meinem ersten Muttertags-Lettering-Workshop und Event hatte ich mal Muttertag in der Hofstadt hier in München. Und für Edding habe ich schon mal Muttertags-Designs entwickelt mit Blumenkranz. Ich glaube, immer habe ich Mama so gelettert und geschrieben. Manche Dinge ändern sich eben nie, aber deswegen hat man ja auch dann irgendwie seinen eigenen Stil, damit die Dinge immer irgendwie gleich aussehen, auch nur nach Jahren. Also, das ist wenig spektakulär, das Zitat Frau Hünne, jedes Pigment ist wertvoll. Ja, jedes Pigment möchte auch gewertschätzt werden, das ist wichtig und die sind einfach wirklich teuer. Außerdem soll man Pigmente auch nicht einfach so runterspülen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. So, das lassen wir jetzt mal vorsichtig trocknen und ich male jetzt noch, während das so vor sich hin trocknet, ein paar dekorative Elemente drumherum. Und das sind ganz einfach super easy peasy Blumen. Ich male jetzt mal ein paar davon in Gelb. Das Gelb löse ich mir hier auch wieder an, damit es ein bisschen heller ist. So. Und zwar male ich mal, ich mache das so ein bisschen auch wieder in der Diagonalen, auch so ein kleines gestalterisches Element, dass man die Dinge eben nicht einfach gerade positioniert, sondern immer in so einer gedachten Diagonalen und aufsteigende Diagonalen sind immer besonders schön. Oh, das ist heute aber ein sehr intelligenter Livestream. Deswegen malen wir hier einfach mal so ein paar kleine Blätter in dem Gelb drumherum und hier auch noch. Und ihr seht auch, wie lang die Farbe hält. Ich habe ja hier nur einmal die Farbe aufgenommen. Ah, der Mann hat sich fertig rasiert. Ferngesteuertes Auto. Unfassbar. Ihr könnt ja natürlich auch so ein bisschen mit den Methoden und Techniken der Aquarellmalerei arbeiten und nachträglich noch ein paar Pigmente hier einbringen, stärkere Pigmente. Nass-in-Nass-Technik funktioniert, wie gesagt, auf dem Ecoline-Karton ganz genauso. Machen wir hier noch so einen Zweig. Und ich versuche ja auch wirklich immer, gerade hier am Freitag bei Gemeinsam Einsam, Projekte auszusuchen, die easy peasy sind. Deswegen erwartet da an keinem Freitag irgendwie mega anspruchsvolle Projekte. Das ist absichtlich nicht das Ziel. Sondern ich möchte einfach, dass wirklich jeder, weil so viele Anfänger auch mit dabei sind, die gerade in der Quarantäne vielleicht zum ersten Mal zum Stift gegriffen haben oder bei uns eingekauft haben, dass wirklich jeder hier mitkommt und jeder so ein kleines Erfolgserlebnis auch hat und das nicht zu anspruchsvoll sein soll. So, jetzt nehme ich mir nochmal das Rot so ein bisschen, aber nicht so doll. Und mal noch so ein paar einzelne Blätter mit dazu. Dass das Ganze einfach so ein bisschen ein Gesicht bekommt. Und dann malen wir danach nämlich noch so ein paar kleine Blümchen hinzu. Und dann möchte ich euch zeigen, was ich eben vorhin gemeint habe damit, dass ihr die Farben verdünnt und auch unverdünnt benutzen könnt. Auch hier übrigens nochmal der Hinweis, ich habe das vorher nicht geübt. Ich hatte mir so eine Idee und so eine kleine Skizze gemacht und habe Mama einmal geschrieben, zur Sicherheit, ob ich es noch kann. Aber das war einfach ein so dermaßen chaotischer Tag. Das Kind dreht mittlerweile wirklich so ein bisschen durch. Aber am Wochenende gehen wir raus und dann kann sich es hoffentlich mal auch wieder ein bisschen abreagieren. Wir haben jetzt auch heute, habt ihr vielleicht gesehen, den Gallen hellen bekommen. Das heißt, der kann wirklich mal ein bisschen draußen mit seinem neuen Roller rumflitzen und die Natur unsicher machen. Ich glaube, das Wetter soll auch halten bei uns am Wochenende. Hoffentlich. Bitte. Das haben wir alle mal bitter nötig. Das war echt eine crazy Woche. So, jetzt noch ein paar Blümchen in Rosa auch mit dazu. Bei der nehme ich jetzt, glaube ich, mal sogar hier dieses Nude, mit dem habe ich noch gar nicht gearbeitet. Ne? Da mache ich nur noch so ein paar
Fladen mit dazu. Wie gesagt, ich versuche hier wirklich einfach nur den Raum so ein bisschen zu füllen um Mama, damit Mama nicht so verloren steht auf dem Boxendeckel. Diskutiert ihr schon wieder, wie man die Stifte richtig lagert, sehe ich nur so gerade im Augenwinkel. Das ist ja auch immer ein sehr beliebtes Thema. Aber ganz ehrlich, völlig egal, wie ihr die Stifte lagert, bei mir ist noch nie irgendein Stift kaputt gegangen. Ganz egal, ob ich ihn liegend oder stehend gelagert habe. Also das vielleicht mal als kleine Best Practice von mir. Erfahrungsschatz von Frau Hölle. So. Da könnt ihr natürlich noch ewig und 3 Tage weitermachen, je nachdem, wie langweilig euch ist oder wann es euch genügt oder eben auch nicht. Ich lasse jetzt mal gut sein, denn was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wie ihr, und da beginne ich jetzt mal bei dem Mama-Schriftzug, mit demselben Stift, also derselben Farbe, hier habe ich ja rosa genommen, noch ein paar dunklere Akzente dran setzen könnt. Ich muss aufpassen, weil hier ist noch so ein bisschen was nass, aber ich schaffe das schon. Ich habe eine große Hand. Denn ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Stift direkt auf dem Papier, aber nur weil ich jetzt Schatten male und nicht brushlettere, noch einen dunkleren Effekt erzeugen. Nämlich einen Schatteneffekt. Je nachdem natürlich auch, wie hell oder dunkel ich mein Lettering davor gemalt habe. Jetzt ist bei mir sogar eigentlich der Fall, dass mein Lettering dunkler ist als mein Schatten. Lustig. Das war vorhin bei meinem Test andersrum. Aber egal. Ihr könnt auf jeden Fall hier eben mit den Stiften noch einen Schatten ergänzen. Und genau dasselbe könnt ihr auch machen, wenn ihr die Stifte ziemlich hochkant senkrecht verwendet. Und dann eben noch zum Beispiel auch hier in den Pflanzen so kleine Äderchen ergänzt. Und das Schöne ist, es wird auf jeden Fall gut ausschauen, weil es eben exakt dieselbe Farbfamilie ist. Also ihr malt jetzt wirklich mit dem Stift. Und das ist eben die Sache, die mit den normalen Ecoline-Töpfchen nicht gehen würde. Da braucht ihr natürlich wieder einen Pinsel nochmal extra, einen feineren Pinsel. Und vor allem ist es dann schwierig, auch diese hohe Pigmentierung zu erreichen. Dann könnt ihr natürlich dasselbe auch mit dem dunklen roten Stift machen, sofern hier alles schon trocken ist natürlich nur. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht überall der Fall. Und natürlich könntet ihr auch noch mit Grau den Schatten ergänzen oder ganz, ganz viel damit, upsie, ganz, ganz viel damit machen. Je nachdem, wie es euch eben einfach am besten gefällt. Ein Stifte-Lagerungsguide, ja, den könnt ihr gerne mal machen. Aber wie gesagt, bei mir ist noch kein Stift irgendwie hops gegangen, wie auch immer ich ihn gelagert habe. Also hier mal eine ganz, ganz einfache Variante, wie ihr wirklich mit diesem Hell-Dunkel-Effekt auf der Buntbox arbeiten könnt und dann eben auch euch für einen der verschiedenen Böden entscheiden könnt. Kann man jetzt ja mal gucken, welcher da am besten dazu passt. Ich würde mal sagen, vielleicht gelb, oder? Ich glaube, gelb könnte mal ganz gut dazu passen. So. Aber das Ganze muss noch so ein bisschen trocknen. Nichtsdestotrotz falten wir den Boden auch schon mal. Wie die Buntboxen gefaltet werden, steht übrigens auch bei dem Frau Hölle Set mit drauf. Super easy peasy. Ist ja das Schöne an den Buntboxen, man muss sie nicht kleben, man kann sie einfach falten und sie halten wirklich bombenfest. Also ich habe ja Buntboxen wirklich für alles in meinem Leben. Ich bewahre in Buntboxen meine Schminkutensilien auf, meine Lettering-Utensilien. Ich habe in meinen IKEA-Kallaxen Buntboxen drin. Ah, es war noch nicht so ganz trocken. Upsi. Mal gucken, wo es noch nicht trocken war. Und bewahre dort meine Stifte auf, weil es eben einfach wirklich ein schönes, nachhaltiges Produkt ist. Und man dann keine Plastikeinsätze oder sowas verwenden muss. Also man kann die auch super wirklich im IKEA Kallax einfach
stapeln oder aneinander packen. So, und dann seht ihr, habt ihr hier wirklich auch easy peasy eine Mama-Box selber gemalt und ergänzt. Das Ganze war vorher weiß, jetzt habt ihr hier wirklich eine Personalisierung oben drauf auf dem Deckel. Am Rand ist es, wie gesagt, entweder gelb oder rosa oder eben rot, was euch am besten gefällt. Ihr könnt hier Pralinen reinpacken oder vielleicht kleine Wellness-Utensilien oder vielleicht ein paar aktuelle Fotos von eurer Familie. Das ist ja vielleicht auch eine schöne Idee in der Quarantäne und das Ganze dann verschicken. Und last but not least, eine letzte Idee habe ich noch für euch und die ist so schnell, dass wir die auf jeden Fall zeitlich auch noch schaffen und die mache ich auch auf einem Boxendeckel. Ich habe hier ja schon meine vorbereiteten Farben, denn jetzt möchte ich euch mal zeigen, dass ihr auch ganz, ganz easy peasy Blumen auf euren Boxendeckel malen könnt. Das ist eine Idee bzw. eine Gestaltungsidee, die ich schon auf der Creative World gezeigt hatte, aber ich glaube, da waren ja nicht alle von euch und deswegen zeige ich sie einfach nochmal. Ich habe hier noch meine Restfarben, die nehme ich jetzt hier auch nochmal auf. Und dann male ich einfach auf dem Aquarellpapier, ich habe jetzt wieder so einen Buntboxdeckel, wie gesagt, Blumen. Und ich habe das auf der Creative World mit Sonnenhüten gezeigt und jetzt male ich aber mal so eine Art Mohnblumen, sag ich mal. Dafür malt ihr meistens bei den Blättern so eine Art Herzform, also so eine sehr stilisierte Herzform und dann noch so ein paar C-Kurven an die Seite. Das ist so meistens die Form von so einer typischen Blüte, weil die Blüten gehen alle nach unten, also so will ich sie zumindest malen, gehen sie nach unten auf. Und so male ich jetzt mal an die linke Seite meines Buntboxdeckels ein paar größere und kleinere stilisierte Mohnblumen. Es sind keine Mohnblumen, keine Ahnung, was das für Blumen sind. Auch hier könnt ihr mit der Nass-in-Nass-Technik arbeiten und nachträglich noch Pigmente eintupfen. Da male ich noch eine hin. Doch mal in diesem Nude-Ton, den habe ich noch gar nicht benutzt. Ne? Und wenn ihr euch so ein bisschen an die Herzenform haltet, damit kommt ihr eigentlich bei Blüten immer sehr, sehr gut hin. Und das Tolle ist an Blüten, man erkennt auch, wenn sie nicht exakt gemalt sind, dass sie Blüten sind. Deswegen mag ich ja auch überhaupt solche floralen Motive so gerne, weil sie einfach wirklich garantiert idiotensicher sind, sage ich immer. Relativ. Und ganz besonders natürlich die Loose Watercolor Florals, wobei das jetzt hier keine Loose, naja, es sind schon eigentlich auch Loose Watercolor Florals sind. So, machen wir hier vielleicht noch eine hin. C-Bögen, C-Bögen. So. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz easy peasy ein paar Blümchen aus Papier gebracht. Ah, wir können sogar hier vielleicht noch so eine kleine gelbe ergänzen, oder? Hier. So, ja, das reicht mir erstmal, um es euch zu demonstrieren. Ich habe die Zeit im Blick, aber heute sind wir nicht so gestresst, oder? Also ich zumindest bin heute irgendwie nicht gestresst wie sonst. Während die Blümchen trocknen auf meinem Buntboxdeckel, kann ich jetzt schon mal den Stiel hinzufügen. Und das Schöne ist, den Stiel kann ich jetzt eben auch wieder mit meinem grauen Ecoline Brush Pen hinzufügen, indem ich ihn einfach direkt aufs Papier male und dann hochkant halte und mit sehr, sehr wenig Druck auf das Papier den Stift quasi von unten nach oben zu den Blüten hinziehe. Jetzt muss ich ein bisschen Platz machen hier, das brauchen wir nicht mehr. So, damit ihr es gut sehen könnt. So, also wirklich ganz, ganz leicht. Wenn die Linie mal unterbrochen ist, das ist gar nicht schlimm. Immer so ein bisschen dafür sorgen, dass ihr der Blume nahe kommt. Und ich lasse den Stift hier wirklich mit der Spitze, ne, ihr seht, das Blatt Papier gleiten. Von unten, also wirklich vom Ende des Buntboxdeckels an, lasse ich den Stift hier nach oben zu den stilisierten Blüten gleiten. Jetzt haben wir die, die sind so ein bisschen verdeckt dahinter. Jetzt nehme ich erstmal die da.
die liegt ja quasi dahinter. Und dann haben wir die noch. Die liegt da so ein bisschen dahinter. Also wirklich ganz, ganz leicht nur mit den vordersten Millimetern eigentlich des Ecoline Brush Pins aufdrücken, damit ihr einen ganz, ganz feinen Stiel von den Pflanzen habt. Und auch hier ist eben das Schöne, ihr habt beides in einem, ihr habt einen ganz, ganz feinen Brushpen und ihr habt eben auch die Möglichkeit, mit Wasserflächen und Aquarellmalerei zu arbeiten, weil ihr eben einen Stift habt, in dem flüssige Aquarellfarbe drin ist. Ihr könnt an die Stiele auch noch, wenn ihr möchtet, kleine Blätter, heißen sie, dran malen. Darauf verzichte ich jetzt aber mal, weil ich diesen sehr, sehr einfachen Effekt total gern habe. Was ich aber noch mache, ist jetzt eben wieder mit meinen Stiften direkt noch Details zu ergänzen. Nämlich hier einfach, da wo die Blumen beginnen, noch so ein paar. Ja, es sind nicht wirklich Blütenstempel, weil die würde man nicht von der Perspektive aus sehen, aber es sind einfach ein paar Details, die ihr seht sofort, was das ausmacht, das ganze Bild noch spannender machen. Da nehme ich meinen rosanen Stift, den habe ich, glaube ich, dafür verwendet. Und wenn euch der Kontrast hier zu gering ist, dann könnt ihr natürlich auch, das mache ich, glaube ich, bei der einen Blüte jetzt gleich noch, mit dem Rot arbeiten. Wie immer könnt ihr natürlich auch komplett darauf verzichten, wenn es euch gar nicht gefällt. Das ist natürlich alles immer nur ein Vorschlag von mir. Jetzt will ich aber das da unten auch noch rot machen. Aber ich finde es eben einfach so schön, wie sagt man, versatile, jetzt kann ich nicht mehr Deutsch denken. Wie nützlich, praktisch und vielseitig, das war das deutsche Wort, wie vielseitig diese Ecoline-Stifte sind. Und also das war jetzt auch auf jeden Fall, ich glaube, für Anfänger eine super easy-peasy-Variante. Das dauert 5 Minuten und ihr habt einen super schönen Effekt. Und jetzt haltet euch fest, ich mache jetzt mal zuerst den Boden, bevor ich das hier wieder irgendwie zerstöre. Da will ich jetzt mal, glaube ich, wirklich den rosanen, ja, doch, den rosanen Boden dazu haben. So. Das kann man irgendwann nach der 5. Buntbox auch im Schlaf. Wir haben ja solche Buntboxen auch übrigens mit altrosa Boden exklusiv bei uns, bei unseren Lettering-Workshops mit gesprenkelten Deckeln. Handgesprenkelt übrigens auch von meinem zauberhaften Team. Aber die liegen jetzt und schlafen bei uns im Lager, bis irgendwann, keine Ahnung, wann der nächste Workshop stattfindet und die Boxen wieder reaktiviert werden. Es ist so traurig. Es ist immer so traurig, wenn ich in mein kleines, schönes Studio fahre, einmal pro Woche. Ja, das tut Mutti im Herzen weh. Aber gut, was soll's. So. Da ist mein Deckel. Ich glaube, da war wieder irgendwas nicht ganz trocken, aber schaut alles gut aus. Ihr seht übrigens auch, was ich meinte. Das ist kein richtiges Aquarellpapier, dieser Buntbox-Deckel, aber es trocknet wirklich auch in dem Fall super, super gleichmäßig auf. Es wälzt sich nicht wirklich doll. Natürlich, je mehr Wasser ihr benutzt, desto mehr wälzt sich das Ganze auch. Aber bei der kleinen Fläche geht es noch richtig, richtig gut. Und ihr seht, jetzt habe ich aus einer weißen Buntbox wirklich eine ganz, ganz individuelle Variante gemacht. Hier würde ich jetzt noch mit einem Tombow Fudenoske zum Beispiel, mit einem kleineren Brushpen für Mama oder für den Namen hinschreiben, für dich oder ich hab dich lieb oder was auch immer ihr wollt. Aber ihr habt hier eine super easy gepimpte Buntbox-Variante. Jetzt zoome ich noch mal ein bisschen raus, damit ich euch noch mal alle Varianten zeigen kann, die wir heute Abend erstellt haben. Da nehme ich jetzt mal das Dunkle. Also, das haben wir heute Abend hier alles gemacht. Einmal die Blümel-Variante, einmal hier die Mama-Variante und nicht zu vergessen natürlich auch unsere Karte. Die gefällt mir ehrlich gesagt ganz besonders gut. Und die Blümchen auch. Was ich euch ja auch schon gezeigt hatte, was ich aber auch noch mal kurz in die Kamera halten will, weil sie gut passt. Wir haben ja nicht nur die Ecoline Brush Pen Sets mit den Buntboxen, sondern auch unsere ganz, ganz individuellen Initialbuntboxen aus der Buchstabenkollektion. Da hatte ich euch ja schon diese Woche im Feed die kleine Gestaltungsidee gezeigt, dass ihr die auch noch selber pimpen könnt mit so einem Wasserfleck oder aber
In dem Fall mit Farben aus der Frau Hölle Pocketbox mit so grünen Blättern an der Seite. Also die Buntboxen eignen sich einfach immer dazu, sie zu individualisieren. Ihr könnt sie schon mal quasi mit einem Design kaufen oder blanko, wie bei dem Frau Hölle Set, und danach Lust und Laune für jeden Anlass im Jahr personalisieren und individualisieren. Übrigens, das ist übrigens auch eine Farbe, sehe ich gerade. Könnt ihr ganz genauso auch machen mit der dunklen roten Farbe aus dem Frau Hölle Set. Ha, sehe ich gerade. War aber auch eine Farbe aus der Frau Hölle Pocketbox. Nun ja. So, und last but not least, genau, jetzt kommt noch so ein bisschen, was ich euch noch alles erzählen und sagen und zeigen wollte. Denn vergesst bitte auch nicht, das seht ihr hier, ihr könnt natürlich das Ganze auch noch nachträglich weiter personalisieren und folieren mit dem Foilkill-Pen. Den hatte ich diese Woche ja vorgestellt, den Foilkill-Pen. Und ich will nur kurz nochmal daran erinnern, dass ihr immer noch den Rabatt habt von der Melanie von Ruhrplottkind, -15% bis, ich glaube, 30. Also den könnt ihr euch auch noch bestellen. Ich hatte ihn vorhin hier irgendwo, da. Da ist er. Es ist tatsächlich ein kleiner Lötkolben und nichts anderes. Und dann könnt ihr mit dem Foilkill-Pen, das ist in dem Fall der feine gewesen, den benutze ich die meiste Zeit, und einer goldenen Folie hier das Ganze auch noch wirklich prägen, ganz, ganz individuell. Und ich kann euch nur sagen, das ist ein geiles Teil, und wer einmal so einen Foilkill-Pen hatte, der will ihn nie mehr missen. Und wie gesagt, jetzt deswegen nochmal kurz die Erinnerung und der Hinweis bei der Melanie Ruhrplottkind, auch ein kleiner, feiner Online-Shop von einer Mom-Boss für -15%. Ich glaube, der Code war Frau Hölle 15. Kann man sich ganz einfach merken. Frau Hölle 15 aus Essen ist die liebe Melanie. So, das wollte ich noch sagen. Und natürlich, last but not least, wenn euch dieser sehr improvisierte, aber nicht weniger schöne, wie ich finde, Livestream gefallen hat und ihr meine Aufwände auch irgendwie wertschätzen möchtet, außer einem Like, was ich immer sehr gerne habe, dürft ihr natürlich unser Kaffeekassenschweinchen auch wieder fleißig füllen im Anschluss an den Livestream. Da freuen wir uns sehr, sehr, sehr darüber. Und natürlich gibt es am Dienstag wieder einen Letter Together Livestream. Diesmal wieder mit einer Dame. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber es steht schon im Livestream-Kalender. Den Livestream-Kalender findet ihr mit vielen, vielen anderen tollen Livestreams vieler anderer deutscher Künstler wie immer auf frauhölle.com/livestreams. Und was wollte ich noch alles sagen? Genau, der wird auf jeden Fall gespeichert, der Livestream. Kommt danach auf YouTube, wie immer. Und morgen um 9 Uhr, wie immer, geht der Newsletter raus für die nächsten beiden Termine von Gemeinsam Einsam, die auf jeden Fall fix sind. Und wie gesagt, danach werde ich euch mitteilen, wie es in welcher Form hier weitergeht, damit ich noch irgendwie wieder ein bisschen zu Kräften komme. Es war auf jeden Fall wunderschön, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei wart, auch in der unfassbar, aber war 8. Woche, in der wir das hier gemeinsam machen. Jetzt gleich versuche ich, das Ding jetzt hier wieder runterzuladen, damit ich es später auf YouTube hochladen kann. Das dauert einen Augenblick, so 10, 15 Minuten, wie ihr wisst. Und dann gehe ich nochmal live, damit ich hoffentlich mit so ein paar von euch nochmal schnacken und persönlich mich austauschen kann zu ihren eigenen Ergebnissen. Wenn ihr mitgemacht habt, dann seid also gespannt auf den Livestream, den ich gleich nochmal starte. Zeigt mir gerne eure Ergebnisse. Stellt mir auch gerne eure Fragen. Ich glaube, ich habe, wie gesagt, heute wieder keine Fragen beantwortet. Das hat die Vini gemacht. Ganz fleißig. Vielen Dank, Vini, für deine tolle Unterstützung am Freitagabend nach der regulären Arbeitszeit. Das ist großartig. Und stimmt, es war die 6. Woche. Hat Vanessa recht. Ich wäre schon gerne in der 8. Woche. Das war die 6. Woche. So viel dazu. Das war's. Ja, ne? Jetzt würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank übrigens, dass ihr mir so viel Feedback schreibt. Ich sehe es gerade und ich schaue mir auch eure Kommentare mal nachträglich auf der Couch an. Ich freue mich immer riesig, riesig, riesig. Ah, die Box habe ich hier ganz vergessen, ne? So. Ich speichere das Ganze, wundert euch nicht, das dauert ein bisschen, und dann geht es weiter im nächsten Livestream. Und habt ein schönes Wochenende, bleibt vor allen Dingen gesund, passt auf euch und eure Liebsten auf. Das ist das Allerwichtigste, trotz aller Anstrengungen, die wir gerade, glaube ich, leisten. Jeder hat da seine eigenen Päckchen zu tragen. Und ich freue mich gleich, euch noch mal persönlich zu sehen. Schön, dass es euch gibt. Kann ich nur immer wieder sagen. Bis bald.